In der heutigen Dokumentation haben wir eine Woche lang den Alltag von Berufsfeuerwehrmännern einer Duisburger Feuerwache beobachtet. Großalarm im Hüttenwerk. Bei Krupp Mannesmann brennt die Hochofenanlage. Die Feuerwehr Duisburg pumpt Wasser aus allen Rohren, um eine Explosion zu verhindern. Für die Männer der dramatische Höhepunkt einer ganzen Woche im Bereitschaftsdienst. Dabei hatte diese ruhig angefangen. Im Außendienst der Kollege Herstel. Ja. Im Innendienst der Kollege Komm. Ja. Wachablösung. Löscheinheitsführer Reinhard Baumgarten verteilt die Aufgaben. Es ist 8 Uhr morgens. Für 24 Stunden übernimmt Löschzug 1 den Dienst auf der Hauptfeuerwache Duisburg. Die vergangenen Tage waren ruhig, vielleicht zu ruhig für den Geschmack dieser Männer. Ja, es kribbelt in den Fingern. Man merkt auch in der Wachabteilung, dass mit zunehmenden Einsätzen die Zufriedenheit steigt. Weil die Kollegen sind ja hier, um ihren Job zu machen und machen den ja auch gerne. Viele aus ehrlicher Überzeugung und nicht, weil der Beruf auch ein Beamtentum beinhaltet, sondern weil sie möchten helfen. Tägliches Ritual, die Überprüfung der Fahrzeuge. Ihre Technik haben sie im Griff. Schlosser oder Elektriker, alle hier haben ein Handwerk gelernt. So können sie sicher sein, dass die Leiter funktioniert, wenn man sie braucht. Einer der erfahrensten Männer im Team ist Peter Otten. 14 Jahre ist er dabei. Langweilig wird ihm sein Job trotzdem nicht. Kommt da schon mal Routine auf? Ja, die Routine brauchen wir, um die Autos zu überprüfen, um unsere Ausrüstung zu überprüfen, um uns selber zu checken und. Das ist schon Routine, das machen wir ja jeden Tag. Die Routine hört spätestens dann auf, wenn der Alarm geht und wir rausfahren. Weil dann ist immer alles anders. Jeder Einsatz ist anders, jede Einsatzstelle ist anders. Also alles das, was uns erwartet, ist jeden Tag anders. Auch Kollege Ulf Steger ist zufrieden mit seiner Ausrüstung. Alles klar zum Einsatz. Das wird jeden Morgen gemacht, damit wir nicht das Problem haben, an einer Stelle böse überrascht zu werden. Das ist ja ziemlich viel Aufwand, jeden Morgen das Gleiche hier zu veranstalten. Ja, aber Sie möchten ja auch, dass wir da hinkommen und Ihnen auch wirklich helfen können und nicht die Hälfte auf der Wache sind. Bernd Ringel überprüft derweil die Schläuche. Offenbar ist genug Druck auf der Leitung. Ja, ist natürlich wichtig, ne? Dass wir irgendwo im Feuer unser Wasser haben. Ne? Wenn es jetzt nicht funktionieren würde, hätten wir gleich ein Problem, wenn es irgendwo losgeht. Ist das denn schon mal, dass Sachen auch versagen, wenn man mitten im Einsatz ist? Das ist Technik. Technik wird immer komplizierter und je mehr Elektronik im Spiel ist, umso eher kann was versagen. Also deswegen wird das auch jeden Morgen kontrolliert alles. Alles klar. Nach einer Viertelstunde dürfen die Leiterwagen zurück in die Garage. Wenn es jetzt brennt, sind die Duisburger gut gerüstet. Auch so ein Ritual, die gemeinsame Frühstückspause. Otten und Steger machen es sich gemütlich. Kaffee, Brötchen und ein bisschen plaudern. Für 1 Euro Kostenbeteiligung darf man hier mitessen. Die Männer versorgen sich selbst. Das verlangt auch eine Menge Organisation. Leider wird die Idylle immer wieder mal durch einen Alarm unterbrochen. Peter Otten kann ein Lied davon singen. Manchmal habe ich das Gefühl, da sitzt so ein kleines Männchen und lauert nur drauf, wenn man sich endlich hinsetzt. Wenn man den ganzen Tag in Bewegung ist, dann passiert womöglich nichts. Aber dann, wenn wir uns dann mal niederlassen und vielleicht mal was Besonderes kochen oder wirklich mal sagen, komm, jetzt essen wir mal alle gemütlich mal zusammen, weil vielleicht mal Weihnachten ist oder so, dann habe ich das Gefühl, gerade dann sagt sich jemand und die sitzen hier nicht. Kurz darauf, Unfall auf der A42. Die Leitstelle meldet eine eingeklemmte Person. Der Kran wird gebraucht. Bei dem Stichwort eingeklemmte Person immer mit rausfährt, um eben halt auch eine technische Hilfeleistung in einem größeren Umfang zu gewährleisten. Der wird natürlich erstmal grundsätzlich alarmiert bei diesem Stichwort. Diese Erfahrung machen die Männer oft. Trotz Blaulicht und Martinshorn räumt keiner die Fahrbahn. Am Unfallort erwartet Otten ein grauenvolles Bild. Dieser Renault wurde von einem 30-Tonner mitgeschleift. Die Zeit drängt für die Rettungskräfte, denn der Fahrer sitzt noch im Wagen, schwer verletzt, aber offenbar bei Bewusstsein. Die Männer bringen die Rettungsschere zum Einsatz, jetzt bloß keine Zeit verlieren. Durchs Heckfenster befreien sie schließlich den Mann. Sofort macht sich der Notarzt an die Erstversorgung. Der Fahrer des Renault ist inzwischen ohne Bewusstsein. Er muss künstlich beatmet werden.
Aber trotz größter Eile, es ist einige Zeit vergangen, bis der Arzt bei ihm sein konnte. Also 14.02 Uhr sind wir informiert worden, wahrscheinlich dann 14 Uhr passiert. Wahrscheinlich dann so 25, vielleicht auch nur 20 Minuten, bis er freigeschnitten war. Aber er ist jetzt noch, er atmet noch selber und alles? Hat er zumindest. Also ich kam, hat er noch selber geatmet, aber war nicht mehr bei Bewusstsein, deswegen musste ich ihn intubieren. Inzwischen trifft der Rettungshubschrauber ein. Peter Otten kümmert sich derweil um den Fahrer des LKW. Der ist zusammengebrochen. Mit hohem Tempo ist er in den PKW gerast, als dieser auf der Standspur hielt. Die Schleifspur ist über 100 Meter lang. Sie haben sich um den Fahrer gekümmert. Was ist da jetzt mit dem los gewesen? Das war der Fahrer von dem LKW und der war natürlich verständlicherweise sehr geschockt und der bedarf dann auch der rettungsdienstlichen Betreuung. Also Menschen kann man natürlich nicht alleine lassen. Der war jetzt erstmal so körperlich nicht stark verletzt, aber natürlich durch das Geschehen selber schockig. Seit dem Unfall ist eine halbe Stunde vergangen. Noch immer ist der Schwerverletzte nicht transportbereit. Die Rettungskräfte geben alles, aber der Hubschrauberpilot muss noch warten. Ich weiß noch nicht, was dort vor sich geht und wie die Entscheidung sein wird. Auf jeden Fall wird der Patient erstmal behandelt. Und bevor wir ihn transportieren können, muss er vollständig versorgt sein. Wo geht's dann hin? Das kann ich auch noch nicht sagen. Das wird kurzfristig vom behandelnden Arzt entschieden. Dann Erleichterung beim Einsatzleiter der Feuerwehr. Der Patient ist reisefertig, sein Zustand stabil. Das ist durchaus nicht selbstverständlich nach so einem Unfall. Der Patient wird jetzt mit dem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik verlegt. Danach werden wir die Fahrzeuge auseinanderziehen, sodass sie vom Abschleppwagen abtransportiert werden können. Und dann ist damit der Einsatz für uns beendet. Abflug Richtung Intensivstation. Der Kampf um ein Menschenleben. Für die Feuerwehrmänner ist das Berufsalltag. Am Abend herrscht Ruhe auf Duisburgs Hauptfeuerwache. Die Löschfahrzeuge kehren in die Halle zurück. Die 24 Stunden Bereitschaft aber dauert an. Im Fitnessraum stählen einige der Männer ihre Muskeln. Das ist mehr als nur ein Freizeitspaß. Ihre Fitness wird regelmäßig von Amts wegen überprüft. Auch Bernd Ringel tut deshalb etwas für seinen Rücken. Wie sind denn eigentlich die medizinischen Anforderungen jetzt für jeden von euch? Die medizinischen Anforderungen sind dafür da, dass wir alle drei Jahre zur medizinischen Untersuchung müssen. Da müssen wir Ergometer fahren und unsere Leistungsfähigkeit noch unter Beweis stellen. Und wenn wir dieses nicht erfüllen, dann sind wir auch nicht mehr feuerwehrtauglich. Und deswegen trainieren wir hier dann in unserer Freizeit und der Bereitschaftszeit, um fit zu bleiben und auch den Einsatzanforderungen zu entsprechen. Nebenan trainiert der Muskelmann des Teams, Valentino Tagliafiero, 10-Kämpfer. 60 Kilo. Was Maximalleistung? 90, 95. Wie oft kommt das eigentlich vor bei eurem Job, dass man diese Sachen auch wirklich einsetzt? Kraft und solche Dinge. Also, ich sag mal, wenn wir ein schweres Gerät vornehmen, müssen wir natürlich, ist klar, müssen wir viel Kraft haben, ne? Aber, ja, wie gesagt, eigentlich immer. Aber sie brauchen nicht nur Muskeln, sondern auch Köpfchen. Gruppenführer Jörg Herstel gibt Matheunterricht. Ich würde euch jetzt dran orientieren. Es ist nicht einfach blind, irgendwo irgendwelche Werte einsetzen und muss überlegen, wo man was einsetzt und wie man dann umstellt. Einige aus dem Team wollen Gruppenführer werden. Sie bereiten sich auf die Prüfung vor. Für die kostenlose Nachhilfe des Kameraden sind sie deshalb dankbar. Sie nehmen sich jetzt hier die Zeit, den Kameraden das alles zu erklären. Warum machen Sie das? Sie können ja Fernsehen jetzt. Habe ich ja vorhin auch. Das machen wir immer, wenn Leute in der B3-Vorbereitung sind, also sich für die Vorprüfung vorbereiten, dann machen immer diejenigen, die irgendwo ein bisschen was auf der Pfanne haben, die üben damit eben. Sie sind ja Mathematik-Können. Ich war da mal ganz gut. Und dementsprechend mache ich jetzt hier mit denen Mathe. Alles feuerwehrorientiert natürlich. Wie viel Druck bei welchem Schlauchdurchmesser? Aber künftige Gruppenführer erwartet im Berufsleben weniger Mathematik, sondern vor allem eine Menge Verantwortung. Das schreckt hier aber offenbar niemanden ab. Ich bin irgendwann auch irgendwo Transportführer im Fahrzeug, muss halt dann auch halt einen Einsatz auch mal leiten, muss halt mir die Gedanken machen, die bis jetzt jemand anders für mich gemacht hat. Und schon ein bisschen mehr als jetzt. Heißt aber auch mehr Verantwortung. Wenn was schief geht, hätten Sie dann... Ja, das stimmt. Ist halt so. Aber damit muss man leben, das ist der Job.
Anschließend entspannen mit den Kollegen. In 24 Stunden gibt es immer wieder viel Leerlauf. Ich habe mein Geld immer noch nicht. Sind schon anderthalb Jahre her. Um 1 Uhr nachts wieder Alarm. In maximal einer Minute müssen sie starten. Die Uniform wird im Wagen übergeworfen. Es geht Richtung Süden. In einem Industriebetrieb hat ein Feuermelder angeschlagen. Bis dahin sind es fast 10 Kilometer. Ulf Steger fährt. Er ist auf der Wache für seine zügige Fahrweise bekannt. Schon irgendwelche Erkenntnisse, was da los ist? Nee, bis jetzt noch nicht. Warte jetzt jeden Moment. Ob es wie zu 95% bei den Meldern Fehlalarm ist oder ob man wirklich Feuer hat. Auch wenn es oft Fehlalarm ist, wenn Brandmelder losgehen, hinfahren muss die Feuerwehr trotzdem. Über Funk lotsen die Kollegen das Team zum Einsatzort in einem Industriegebiet. Bei der Ankunft stellen sie fest, einige Kollegen sind schon im Werk und überprüfen die Sache. Für Löschzug 1 gibt es erst einmal nichts zu tun, außer abzuwarten, was bei der Sache herauskommt. Die Einsatzkräfte gehen nach einem festen Schema vor. Also die Brandmeldeanlage hat ja Alarm geschlagen und da gibt es ein Tableau und da wird also angezeigt, welcher Melder jetzt in dieser Firma da also Alarm gegeben hat. Da gehen wir hin, das schauen wir uns an, das prüfen wir dann und dann gehen die einzelnen Trupps los zu diesen Meldern, zu diesen Orten, wo dann der Alarm war, um dann eben halt festzustellen, brennt es da oder brennt es da nicht. Die Regel ist Fehlalarm, bei solchen Sachen hört man? Ja, also zu 99% eigentlich ist es so. Das sind irgendwelche Faktoren, die dann diese Melder, diese Technik halt anschlagen lassen und dann melden lassen, dass es Feuer ist. Das hat irgendwelche Gründe. Aber in der Regel ist es nicht so. Und man muss trotzdem hin, mitten in der Nacht? Ja, natürlich, selbstverständlich. Dafür sind wir da. Tausendmal hingefahren, ne? Und beim 1001. Mal brennt es dann halt. Der Einsatzleiter kommt aus dem Werk offenbar leicht angesäuert. Sie haben das jetzt überprüft? Was technischer Defekt? Vermutlich. Also kein wirklicher Alarm? Nein, nicht. Die Zeit hätte man besser im Bett verbringen können, aber das ist Feuerwehralltag. Zwei Tage später auf der Leitstelle schon am Morgen viel Betrieb. Ja, Flo und Duisburg, verstanden. Nach einem Tag Pause beginnt für Löschzug 1 die nächste 24-Stunden-Schicht. Zurzeit aber laufen hier nur Einsätze für den RTW auf, für den Rettungswagen. Hallo, hier ist die Feuerwehr. Da kommt von uns der Notarzt, wir arbeiten für den Internisten, der hat eine Paracetamolvergiftung. Und zwar 60 Tabletten von der 500er Dosierung. Die Männer auf der Leitstelle beantworten bis zu 8 Anrufe gleichzeitig. Dann müssen sie entscheiden, welche Kräfte ausrücken. Was war das jetzt für ein Einsatz? Ist eine Vergiftung gewesen. Ein Patient, der hat 60 Paracetamol-Tabletten genommen von einer 500er Milligramm-Dosierung. Und da ist von uns der Hubschrauber da, der RTW. Und der RTW hat jetzt den Patienten aufgenommen und hat eine Vorabmeldung gegeben, eine Vorankündigung für den Internisten im Johanniter-Krankenhaus, dass der also da jetzt hinkommt und damit er sich schon mal darauf einstellen kann, was er für Tabletten genommen hat, damit er schon mal geeignete Maßnahmen treffen kann. Wie weit machen die Rettungseinsätze hier die Arbeit aus und wie weit Feuer? Also das ist der Großteil. Also zwei Drittel der Einsätze macht den Rettungsdienst aus und ein Drittel dann halt Feuerwehr und technische Hilfeleistung. Wie oft gibt es Fehlalarm oder schlechte Scherze? Schlechte Scherze, ich sag mal, jeder dritte Anruf ist hier also ein Fehlalarm durch Kinder, durch irgendwas verursacht, die halt uns mal testen wollen, wie gut wir gelaunt sind. Da müsste Ihnen aber doch eigentlich der Kragen platzen, wenn bei so einer Arbeit so gestört wird. Ja, aber wenn wir uns über jeden Anruf aufregen würden, dann würden wir alle schon mit dem Herzinfarkt zu Hause liegen als Frührentner und übergehen wir einfach. Dafür sind wir Profi genug.